Solidaritätsbekundung über Parteigrenzen hinweg mit der Ukraine ein wichtiges Zeichen ist, das wir gerne als bayerische Staatsregierung hier heute auch mitgeben. Seit Donnerstag hat sich die Welt verändert. Unvorstellbar, Krieg in Europa. Als ich am Donnerstagmorgen aufgewacht bin, muss ich gestehen, dass ich nicht damit gerechnet hätte, dass Russland von drei Seiten in dieser Massivität die Ukraine angreift. Dass dieser Völkerbruch, der völlig zu verurteilen ist und wir als Freistaat Bayern, als bayerische Staatsregierung verurteilen diesen Völkerbruch Russland auch auf das Schärfste und gleichzeitig sprechen wir unsere Solidarität mit der Ukraine aus. Für mich persönlich, ich war im letzten Jahr in der Ukraine im Oktober und durfte erleben, wie die Menschen in der Ukraine Richtung Westen, Richtung Europa sich orientieren. Wie die Menschen sich eben hier, wie viel Hoffnung, wie viel Aufbruchstimmung in der Ukraine da war. Und wenn ich jetzt sehe die Bilder, wie alles bombardiert wird, wie die Raketen dort explodieren, dann dieses menschliche Leid, was dort auch entsteht, dann muss ich sagen, es ist enorm wichtig, dass wir als Europa zusammenstehen. Dass wir hier geschlossen die Sanktionen gegenüber Russland entsprechend unterstützen. Deswegen unterstützen wir vom Freistaat Bayern auch die Maßnahmen, die jetzt die Bundesregierung ergriffen hat, mit den scharfen Sanktionen, mit dem, dass man auch hier die Bundeswehr in Deutschland stärken will und all den weiteren Maßnahmen. Wir bereiten uns aber auch als Freistaat Bayern vor. Das heißt, dass wenn Kriegsflüchtlinge entsprechend bei uns hier zu uns kommen, dass sie eine Unterkunft finden, dass wir ihnen helfen und dass wir auch den Nachbarstaaten, dass wir die unterstützen in dieser Situation, wo sie Kriegsflüchtlinge aufnehmen. So habe ich bereits mit meinen Kollegen aus Ungarn, Rumänien und Polen gesprochen, um ihnen auch hier unsere Unterstützung zuzusagen. Und es läuft ja parallel gerade das Kabinett und da werden auch einige Beschlüsse in diese Richtung getroffen, dass wir hier auch humanitäre Unterstützung und Hilfe leisten wollen, gerade auch in den Nachbarstaaten und auch in der Ukraine selbst. Wir tun als Freistaat alles, um hier solidarisch mit der Ukraine zu sein und zu unterstützen und zu helfen. Und ich freue mich, dass das heute hier auch überparteilich möglich ist. Vielen herzlichen Dank.